Am 10.06. starteten wir unsere Motorradreise in Richtung Norwegen. Alle Koffer und Taschen waren gepackt und so konnte es am Vormittag losgehen. Da die Fährverbindung der Color Line zwischen Kiel und Oslo in den letzten beiden Jahren sehr teuer geworden ist, haben wir uns für die Verbindung der Stena Line, welche zwischen Rostock und Trelleborg pendelt, entschieden. Hier kostete die Überfahrt insgesamt nur 54,50 Euro. Da die Fähre am nächsten Tag um 11.45 Uhr ablegen sollte, ging die Reise heute über die Landstraße bis ins brandenburgische Marienfließ, wo ich über Booking das schöne Klostergartenhotel fand. Das Klostergartenhotel beherbergte uns bei sommerlichen Temperaturen sehr angenehm und komfortabel mit seiner wunderschönen Inneneinrichtung und der tollen Klostergartenanlage. Da wir auf der Fähre rechtzeitig einchecken wollten, starteten wir zeitig in den Tag, genossen das Frühstück auf der sonnigen Terrasse des Hotels und fuhren anschließend ca. 1,5 Stunden zum Fähranleger nach Rostock. Da ich schon einige Fährfahrten mit dem Motorrad hinter mir habe, war die KTM schnell und sicher verzurrt, sodass wir uns anschließend bei herrlichem Wetter an Deck begeben konnten. Auf offener See trügte der Schein des Wetters etwas, denn es wurde aufgrund des starken Windes schnell ziemlich kalt, sodass wir uns nach drinnen verkrochen haben. Hier zog sich die 6-stündige Überfahrt aber länger hin als gedacht. Beim nächsten Mal würde ich definitiv eine Schlafkabine buchen. Da es rund um Trelleborg laut Booking keine vernünftigen Hotels gab, entschieden wir uns, noch bis nach Malmö zu fahren und checkten dort gegen 19.30 Uhr im Park-In bei Radisson ein. So kamen wir zusätzlich in den Genuss einer kleinen Stadtrundfahrt durch Malmö. Am heutigen Tag fuhren wir von Malmö ca. 400 km nach Borgen. Wir wollten einerseits schnellstmöglich nach Südnorwegen kommen, andererseits aber die zweispurige Küstenstraße zwischen Malmö und Göteborg meiden. Deshalb fuhren wir mehr oder weniger der Nase nach über die schönen Landstraßen Südschwedens in Richtung Norden. Entgegen der oft mit Gras zugewucherten deutschen Straßengräben erwartete uns hier in Schweden ein Blumenmeer aus kunterbunten Lupinen und anderen Staudengewächsen. Wie sich später herausstellen wird, bleibt uns dieser schöne Anblick auch auf den meisten Straßen Norwegens erhalten. Am Abend checken wir in das schöne Hotel Ronnums Hergard ein, machen anschließend einen Spaziergang bei herrlichem Wetter in der Umgebung und lassen den Tag mit einer Pizza am Teich in Gesellschaft von habgierigen Möwen ausklingen.
vierten Tag ging es ca. 270 Kilometer nach Hadeland, einem kleinen Örtchen im Norden Oslos gelegen. Einer unserer zahlreichen Pausen wollten wir mit der Besichtigung der Dalslands Moose Ranch, einer kleinen Elchfarm, verbringen. Diese hatte aber leider geschlossen. Da es in der Umgebung unseres heutigen Tagesziels an Hotels mangelte, entschied ich mich erstmals überhaupt für ein Bed and Breakfast. Vor Ort wurden wir durch eine freundliche Gastgeberfamilie begrüßt. Wie sich später erst herausstellte, teilten wir uns die Küche, Wohnstube und Bad dieser Einliegerwohnung mit vier weiteren Gästen. Etwas ungewöhnlich, aber für eine Nacht ausreichend. Die heutige Tour des sechsten Tages führte uns ins knapp 300 Kilometer entfernte Fossheim bzw. Lohm. Wie auf fast allen Streckenabschnitten unserer Tour führte der Weg entlang zahlreicher Seen oder Flüsse, welche uns immer wieder wunderschöne Ausblicke boten. Der hier zu sehende Benzinpreis von knapp 22 Kronen zog sich in etwa durch ganz Norwegen und entspricht ungefähr 1,94 Euro. Beitostølen ist ansonsten ein typisch norwegischer Skiort, in dem in den Sommermonaten ähnlich wie in den bekannten Skiorten in den Alpen nicht viel los ist. 30 Euro für zwei Sandwiches und zwei Getränke sind in Norwegen nichts Ungewöhnliches. Für zwei Menüs bei McDonald's haben wir einige Tage später sogar ganze 50 Euro hingelegt. Die FV-51 tangiert östlich den Jotunheimen Nationalpark und erreicht Höhen von knapp über 1000 Meter, sodass wir zunächst Schnee und wenig später sogar eine größere Rentierherde sehen. Abend kehren wir im Touristhotel Fossheim bzw. Lohm ein.
Lohm ist eine schöne kleine Gemeinde mit Hotels, Restaurants, einem Campingplatz, Einkaufsmöglichkeiten und einer wunderschönen alten Stabkirche. Die Stabkirche wurde um 1158 erbaut. Das Dach ist mit Holzschindeln gedeckt und besitzt einen Dachreiter. Die Dachkanten wurden mit großen geschnitzten Drachenköpfen versehen. Der gesamte hölzerne Baukörper ist durch einen äußeren Teeranstrich, den man auch in bis zu 10 Meter Entfernung noch deutlich riechen kann, gegen Witterungseinflüsse geschützt. Softeis mit Kakaopulver drüber gibt es in Norwegen an vielen Stellen zu kaufen und schmeckt wirklich super. Am sechsten Tag soll unsere Route über die Touristenhotspots Geiranger und dem Trollstigen führen und nach knapp 280 Kilometern in Ålesund enden. Zuvor genießen wir noch ein reichhaltiges Frühstück im urigen Ambiente unseres Hotels. Den Wasserfall bei Brimsvatet entlang der FH15 kenne ich schon von zwei anderen Touren durch Norwegen und ist immer wieder ein kleiner Stopp wert. Wenig später sind die ersten Gebirgsseen zu sehen, welche anfänglich zum Teil, wenig später noch komplett zugefroren sind. Wir biegen anschließend nach rechts in Richtung Geiranger ab. Wir erreichen den Geiranger Rock Viewpoint bei weiterhin bestem Wetter, kommen mit anderen deutschen Bikern ins Gespräch und genießen die Aussicht hinab auf Geiranger. Trotz des touristischen Trubels lassen wir uns es nicht nehmen, kurz im Geiranger zu verweilen.
In Geiranger selbst leben nur ca. 250 Personen fest. Geiranger ist UNESCO-Weltkulturerbe und wird täglich von den Schiffen der Hurtigruten und vielen anderen Kreuzfahrtschiffen besucht. So gelangen pro Tag allein 6000 Kreuzfahrttouristen in das kleine Dorf. Jährlich legen über 200 Kreuzfahrtschiffe hier an und sorgen so zusammen mit den zu Land angereisten Menschen für die unglaubliche Zahl von 1 Million Besuchern. Nicht ohne Folgen. Bereits jetzt ist die Anzahl der ankommenden Kreuzfahrttouristen limitiert worden. Ab 2026 sollen zudem nur noch emissionsneutrale Schiffe anlegen dürfen. Kurz nach Geiranger folgen wir der Adlerstraße hinauf und pausieren kurz am Orneswingen Viewpoint. Im Hintergrund sieht man die 7 Schwestern, genannten Wasserfälle, welche 300 Meter in die Tiefe stürzen. Zwischen Eidsdal und Linge überqueren wir, wie so oft auf unserer Reise, einen Fjord mit der Fähre. Die meisten Fähren fahren hier inzwischen elektrisch, sodass man nahezu lautlos über das Wasser gleitet. Zudem fahren die Fähren fast immer im Pendelbetrieb, sodass man nie lange auf die nächste Fähre warten muss. Abgerechnet wird meist Cash an Bord. Für PKWs wird meist nur das Kennzeichen gescannt und die Rechnung folgt per Post. Solche typischen Fjordüberquerungen kosten für uns je nach Länge ca. 5 bis 10 Euro. Kurze Zeit später erreichen wir einen der Hotspots Norwegens, den Trollstigen. Die Aussicht von der Plattform ist atemberaubend. Der Trollstigen ist Teil der Provinzstraße 63 und führt in 11 Haarnadelkurven mit etwa 12% Steigung hinauf zur Passhöhe. Im weiteren Verlauf erreicht die Straße eine Höhe von 850 Metern über Null. Die Haarnadelkurven und teils die Strecken dazwischen sind ähnlich wie die Streckenabschnitte der Nordschleife durch Schilder getauft worden, meist auf die Namen der Vorarbeiter, die beim Bau für den Abschnitt verantwortlich waren. Auf halber Strecke führt die Straße zudem über einen Wasserfall, die 320 Meter hohen Stigfossen. Die Straße ist witterungsbedingt nur im Sommer geöffnet und kann von ungefähr Mitte Mai oder Anfang Juni bis Ende September befahren werden. Die Straße wurde am 31. Juli 1936 nach 8-jähriger Bauzeit für den Verkehr freigegeben. Sie ist auch noch heute nur wenige Meter breit, manchmal fast einspurig, sodass man den entgegenkommenden Fahrzeugen ausweichen muss. Wegen des schroffen Geländes gibt es kaum Möglichkeiten anzuhalten. Jährlich befahren ca. 500.000 Fahrzeuge diese Passstraße. Eigentlich sollte unsere erste gemeinsame Motorradreise in die Alpen gehen. Der Plan war, dort immer für mehrere Tage in einem Hotel zu verweilen und die Umgebung zu erkunden. Da sie aber ca. eine Woche zuvor bereits eine Unwetterzelle von der Größe Spaniens langsam den Weg in Richtung Alpen suchte, waren wir gezwungen, uns nach Alternativen umzusehen. Auf der Europawetterkarte war über den gesamten Norden kein einziges Wölkchen zu sehen, sodass wir anschließend zwischen Großbritannien und Norwegen geknobelt haben, mit nun bekanntem Ausgang. Da es bekanntlich mit dem Wetter immer so eine Sache ist, wartete ich bis zum Donnerstagabend ab, checkte erneut das Europawetter und buchte erst dann die Fährtickets. Mit unserer Wahl machten wir einen Volltreffer. Wie später noch zu sehen sein wird, hatten wir mit der Ausnahme von 2 Tagen absolutes Traumwetter. Da ich zuvor bereits 2-mal in Norwegen nahezu täglich in strömenden Regen fuhr, genossen wir dieses Jahr Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad. Wie auch bei meinen anderen Touren legten wir das Ziel für den folgenden Tag jeweils am Abend zuvor nach Lust und Laune fest. Wir schauten auf der Karte nach den Zielen, die wir besichtigen wollten, suchten nach landschaftlich schönen Routen und steckten die Tagesziele zwischen 300 und 400 Kilometern fest. So habe ich dann auch jeweils am Vorabend die Hotels für den Folgetag meist über Booking vorgebucht. Pro Nacht inklusive Frühstück mussten wir im Schnitt zwischen 120 und 180 Euro löhnen. Auf den zahlreich vorhandenen Campingplätzen hätte man durchaus auch in einer der fast immer verfügbaren Hüttas, kleinen Holzhütten mit jeweils 4 Betten, für einen Bruchteil des Geldes nächtigen können. Da wir aber platzbedingt keine Schlafsäcke mitnehmen konnten und den Wunsch nach einem kräftigen Frühstück hatten, nahmen wir die Mehrkosten in Kauf. Musik.
Norwegen gilt außerhalb der Ortschaften 80 km/h. Hieran hat man sich sehr schnell gewöhnt, da man aufgrund der Landschaft auch gar nicht schneller fahren will und man so auch total schnell entschleunigt. Wir orientierten uns aber an der Geschwindigkeit der Einheimischen, welche meist bei ca. 90 Stundenkilometern lag. Auch wenn wir auf der gesamten Reise kein einziges Mal die Polizei sehen, erwischen lassen sollte man sich nicht. Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung ist drakonisch hoch. Zum Abendessen ernähren wir uns fast ausschließlich von Fastfood, was zum einen daran liegt, dass dies die überhaupt noch einzig bezahlbare Möglichkeit ist und zum anderen aber auch daran liegt, dass die Norweger augenscheinlich Fastfood lieben und wir dadurch nahezu keine einheimischen Restaurants finden können. Nach den 2 Wochen könnten wir dann aber auch kein Fastfood mehr sehen. Kurz vor 19 Uhr erreichen wir unser Hotel in Ålesund, welches gleichzeitig unser nördlichstes Ziel dieser Reise sein wird. Unterwegs hatten wir schon gegessen und so liegen wir eigentlich von der Fahrt K.O. im Bett. Da es zu dieser Jahreszeit aber ohnehin kaum dunkel wird und es in Ålesund einen schönen Aussichtspunkt geben soll, entscheiden wir uns um 22 Uhr uns nochmal auf den Weg zu machen. Nach ca. 2 km Fußmarsch entlang des Hafens, der Innenstadt und durch einen schönen Park erreichen wir den Byrampen genannten Aussichtspunkt. Der Aufstieg war es wert, denn er wurde mit einem spektakulären Panorama im Licht des Sonnenuntergangs belohnt. Am 7. Tag ging es für ca. 313 km von Ålesund nach Sokndal. Entlang der Strecke nutzten wir wieder zahlreiche kleine Fähren zum Übersetzen über die Fjorde. Das Highlight des Tages war die Strecke durch das Gaularfjellet, an dem man landschaftlich aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. So wie zum Beispiel hier am Likhulefossen. Wir genießen den Ausblick und hängen die Füße zur Abkühlung ins kalte Nass. Abend checken wir im Best Western Lærgrid Hotel in Sokndalsfjorda ein, bummeln etwas durch die Stadt, essen rustikal auf dem Hotelzimmer und genießen anschließend den Blick aus dem Hotelfenster auf eine gegenüberliegende Bar, in der sich zahlreiche Jugendliche trotz der strengen Alkoholbeschränkungen Norwegens stockbetrunken auf dem Gehweg davor rollen.
Der Anblick ist zum Totlachen und wir kommen uns vor wie im sprichwörtlichen Film. Am heutigen Tag fahren wir ca. 250 Kilometer vom Sockendal in Richtung Altfjord. Wir fahren dabei über das wunderschöne Auerlandsfjell und kommen wieder an glasklaren Bergseen vorbei. Der Stegastein ist eine hölzerne Aussichtsplattform, von der aus man die Weitsicht über den Auerlandsfjord genießen kann. Um von Lahldal nach Auerland zu gelangen, hätten wir nicht über das Auerlandsfjell fahren müssen, sondern hätten auch den Lahldalstunnel nehmen können. Dieser ist mit 24,51 Kilometern der längste Straßentunnel der Welt und hat drei blaue Hallen. Um diese zu besichtigen, fahren wir anschließend kurz in den Tunnel hinein bis zur ersten blauen Halle und wenden dann. Wir überqueren die Hardanger Witter und gelangen am Abend zum Moringfossen, einen 183 Meter hohen Wasserfall. Im Frühjahr kann hier die Wassermenge 150 Kubikmeter pro Sekunde betragen. Seit 1980 wird das Wasser jedoch zur Stromproduktion oberhalb angestaut und der Durchfluss auf ca. 12 Kubikmeter pro Sekunde begrenzt. Über eine 50 Meter lange Brücke kann man über 99 Stufen über den Wasserfall hinweglaufen. Am Abend kehren wir ins Adventure Hotel in Altfjord ein. Der Inhaber bereitet uns am nächsten Morgen ein sehr leckeres Omelett zu und berichtet uns von spannenden Geschichten aus seiner Tätigkeit als Bergführer auf der Hardanger Witter. Für unseren heutigen Weg nach Bergen gibt uns unser zuvor genannter Hotelinhaber den Hinweis, unbedingt die Strecke zwischen Utne und Jöndal unter die Räder zu nehmen. Da wir hierfür plötzlich an einem Fähranleger feststellen, dass die nächste Fähre erst in 2,5 Stunden ablegt, packen wir die Gelegenheit am Schopf und fragen auf dem gegenüberliegenden Campingplatz freundlich nach, ob wir hier Wäsche waschen können, was wir auch dürfen. Der Campingplatz verfügt über je 4 Waschmaschinen und Trockner, welche alle, wie alles in Norwegen, mit der Kreditkarte bezahlt werden können. So ziehen wir uns vor Ort bis auf die Unterwäsche aus und waschen einmal alles durch und verkürzen so die Wartezeit auf die Fähre. Im Übrigen waren wir immer gezwungen, auf Campingplätzen zu waschen, weil kein einziges Hotel auf unserer Reise gewillt war, unsere Wäsche zu waschen. Und hier war sie nun, die FV 550, die Strecke, die uns der Hotelinhaber empfohlen hatte. Man kam sich vor wie in Südtirol. Gefühlt jeder Quadratmeter wurde zum Obstanbau genutzt. Dazu der Ausblick auf den Fjord, ein Traum. Der Steintalsfossen ist einer der meistbesuchtesten Wasserfälle Norwegens. Er hat eine Fallhöhe von 50 Metern und kann hinterlaufen werden.
In Bergen verbrachten wir 2 Tage im Scantic Neptune Hotel. Wir besichtigten anschließend die Stadt mit seinen hölzernen Hafenviertel Brücken, welches aus dem 17. Jahrhundert stammt, zwischenzeitlich aber zum Teil mehrfach abgebrannt und wieder aufgebaut wurde. Am nächsten Tag fuhren wir mit einer kleinen Bahn auf den Flojen, einen Berg am Rande Bergens, von dem man einen tollen Ausblick über die ganze Stadt hat. Obwohl Bergen die regenreichste Stadt Europas ist, hatten wir weiterhin Wetterglück und blieben trocken. Da nicht nur Bergen zahlreiche Souvenirläden wie diesen hat und die Ausbeute meiner Sozia immer größer wurde, musste ich beim Gepäck zwischendurch aufrüsten. Der Grund für den 2-tägigen Aufenthalt in Bergen lag darin, dass wir unseren Plan, über die kurze Verbindung zwischen Christiansand und Hirtshals die Heimreise anzutreten, verworfen haben, um stattdessen doch die Verbindung der Color Line zwischen Oslo und Kiel über Nacht zu nehmen. Wie bereits eingangs erwähnt, war uns die Überfahrt Kiel-Oslo einfach zu teuer geworden. Als ich in Bergen aus Langeweile die Preise aber nochmal prüfen wollte, staunte ich dann nicht schlecht. Google verwies mich aufgrund meines Standortes innerhalb Norwegens nicht auf die Seite colorline.de, sondern colorline.no. Hier war der Preis für die Überfahrt sage und schreibe 145 Euro günstiger als auf der deutschen Seite. Die reinste Abzocke. So nutzte ich die automatische Übersetzungsfunktion des Google-Browsers und buchte über die norwegische Seite deutlich günstiger. So wählten wir unsere Route wieder entlang der in Norwegen sowohl auf der Karte als auch entlang der Straße gekennzeichneten landschaftlichen, schönen Route zunächst über viele kleinere Inseln in Richtung Süden, ehe wir dann ins Landesinnere in Richtung Haukeli abbogen. Hier auf den Bildern zu sehen, war auch die Route entlang der FV-520 ein absoluter Traum. We'll be right back.
Entlang der E134 bogen wir jedoch nochmal links ab, um zu den südlich von Otak gelegenen Latefossen zu gelangen. Hierbei handelt es sich um einen Zwillingswasserfall mit einer Gesamtfallhöhe von 165 Metern. Der Wasserfall endet direkt an der Straße und wird durch 6 große Kanäle unter ihr hindurchgeleitet. Die vorletzte Nacht verbrachten wir im Haukuli Hotel im gleichnamigen Ort. Das Hotel versprühte leider nur wenig Charme. Da wir unbedingt noch einen Elch sehen wollten, begaben wir uns gegen 22 Uhr noch auf eine kleine Pirsch in den nahegelegenen Wald. Nachdem wir hier aber nur noch recht frische Überreste eines Elches im Unterholz fanden, kehrten wir lieber wieder um. Am nächsten Tag in Richtung Oslo sahen wir dann leider 2 vermutlich in der Nacht zuvor durch einen Unfall getötete Elche im Straßengraben. Der Schock saß zunächst tief und wir gaben uns damit ab, dass wir augenscheinlich kein lebendes Exemplar mehr vor die Augen bekommen. Aber keine 5 Minuten später war es dann doch noch soweit und eine ausgewachsene Elchkuh wollte vor uns die Straße überqueren, kehrte dann jedoch schnell wieder um und verschwand wieder im Wald, bevor wir die Kamera zücken konnten. Unseren letzten Fahrtag in Norwegen führte unsere Route entlang der E134 vorbei an der Stabkirche Hettal. Sie ist mit ihren 20 Metern Länge und 26 Metern Höhe die größte Stabkirche Norwegens. Ihre Erbauung wird auf das Jahr 1240 datiert. Ansonsten benötigen wir für die heutigen knapp 200 Kilometer fast 5 Stunden. Es regnet in Strömen und nach wenigen Stunden merke ich, wie meine Klein Kodiak Gore-Tex Kombi Wasser durchlässt. Die restlichen Stunden im Sattel werden folglich wenig komfortabel. Die Nacht verbringen wir im Folgenasen Hotel, welches auf dem Holmenkollen in Oslo liegt und der Weg dorthin entlang der weltbekannten Skisprungschanze vorbeiführt. Leider hat auch dieses Hotel wieder keine Möglichkeit zum Waschen oder in unserem Fall dem Trocknen von Bekleidung, weshalb der Reiseföhn ganze Arbeit leisten muss. Der letzte Tag in Norwegen empfängt uns wieder mit Sonnenschein und so erhalten wir einen herrlichen Ausblick über die Bucht von Oslo. Da wir noch Zeit haben und die Fähre erst 14 Uhr ablegen wird, nutzen wir das Zeitfenster für eine kurze Shoppingtour in Oslo. Nachdem das Motorrad wieder sicher verzurrt ist, begeben wir uns in unsere Innenkabine mit Innenfenster und genießen anschließend die ruhige Überfahrt. Während der Ausfahrt aus dem Hafen genießen wir die letzten Sonnenstrahlen Norwegens auf dem Sonnendeck. Insgesamt haben wir in den 14 Tagen knapp 3800 Kilometer abgespult. Eine Reise mit wunderschönen Eindrücken. Die nächste Tour nach Norwegen ist deshalb bereits in Planung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Die gefahrene Route werde ich als GPX-Datei zur Verfügung stellen.